Guter Sound mit Stand- oder Regallautsprechern, das ist einfach, aber bekommt man sowas nicht auch nahezu unsichtbar hin? Mehr dazu gleich. Herzlich willkommen zu den Heimkinoraum Video News. Mein Name ist Christian Obermeier. Wir bei Heimkinoraum sind spezialisiert auf guten Ton im ganzen Haus. Und dabei macht ein traditioneller Regal- oder Standlautsprecher nicht immer die beste Figur, denn er steht vielleicht im Weg, er nimmt viel Platz ein oder ist auch nicht immer Kinder- und Haustierkompatibel. Es muss also eine Alternative her und die heißt Einbaulautsprecher. Und heute sehen wir uns besondere Einbaulautsprecher aus dem Hause Monitor Audio an, denn die haben es nämlich geschafft, die Technologie und den guten Klang ihrer HiFi-Lautsprecher in diese Wand- und Decken-Einbaulautsprecher zu packen. Und dabei ist wirklich für jeden was dabei, egal ob ich Musik hören möchte, auf einem ganz hohen Niveau gibt es hier wirklich feine High-End-Lautsprecher oder ob ich vielleicht die Hintergrundbeschallung machen möchte mit einfacheren Lautsprechern oder sogar auf der Terrasse, im Garten oder im Bad gibt es hier sogar wetterfeste Lautsprecher, wasserfeste Lautsprecher. Es ist also alles bis hin zum kompletten Surround-System möglich. Eins vorweg, bei Monitor Audio Wand- und auch Decken-Einbaulautsprechern, da gibt es verschiedene Größen und in jeder Größe gibt es dann auch nochmal unterschiedliche Qualitätsstufen. Alle Lautsprecher werden mit einem weiß lackierten Abdeckgitter geliefert, was hier im Prinzip flächenbündig mit der Wand abschließt. Und dieses Gitter hält magnetisch. Besonderheit hier, die Deckenlautsprecher, die Gitter können ersetzt werden, können im Zubehör mit rechteckigen oder quadratischen Gittern ausgestattet werden. Und diese Abdeckungen, die sind auch lackierbar. Wer also vielleicht keine weiße Wand hat, sondern vielleicht ein Grau oder einen Erdton, der kann in seiner Wandfarbe diesen Lautsprecher entsprechend lackieren. Und damit die Montage einfacher wird, ist auch im Lieferumfang hier eine Schablone mit dabei. Das ist hier so eine Pappschablone, die wird einfach aufgeklebt an die Decke, an die Wand, an der entsprechenden Position. Und dann kann man hier seine Markierungsarbeiten vornehmen, um dann entsprechend den Ausschnitt für den Lautsprecher zu machen. Los geht's bei den Einbaulautsprechern schon ab 149 Euro. Dafür bekommt man einen kompakten Zwei-Wege-Lautsprecher, der sogar schon einen ausrichtbaren Hochdünner hat, um den Sound auch wirklich dahin zu bringen, wo wir den haben wollen. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, wenn es ein bisschen kraftvoller, voluminöser sein darf, dann ist eine Empfehlung hier dieser C280. Das ist ein fantastischer Einbaulautsprecher mit herausragenden Klangeigenschaften und darüber hinaus noch der Möglichkeit, den Hochtonbereich auf den Raum anzupassen. Ich kann also, wenn ich einen sehr bedämpften Raum habe, den Hochton etwas verstärken oder wenn ich einen großen raumhohe Fenster habe, Fliesenboden, harte Oberflächen, dann kann ich hier den Hochton ein bisschen zurücknehmen, dann wird es auch nicht so schrill, kann man also wunderbar dem Raum anpassen. Und diesen Lautsprecher, den C280, den gibt es auch als Pendant für den Wandeinbau, da heißt der W280. So sieht das Ganze dann aus. Gleiche Technologie, Zwei-Wege-System, ausrichtbarer Hochtöner und wieder die entsprechende Klanganpassung an Bord. Darüber hinaus gibt es aber noch ein paar Speziallösungen und auch da hat Monitor Audio hier einiges zu bieten. Es gibt zum Beispiel einen Single-Stereo-Lautsprecher, den möchte ich mal hier zeigen. Dieser Lautsprecher verschafft Stereo-Sound aus einem Lautsprecher. Wenn man also in einem kleineren Raum vielleicht nicht gleich zwei Lautsprecher montieren will, ist das hier die Lösung. Man fährt den mit zwei Lautsprecherkabeln an, links und rechts, logisch, und hat dann zwei separate betriebene schwenkbare Hochtöner und das funktioniert hier ganz gut. Und wie man sieht, sind diese Lautsprecher alle, ja, die haben schon eine gewisse Einbautiefe, also ein bisschen Platz in der Decke oder in der Wand braucht man. Wenn man den nicht hat, dann gibt es auch einen echten Problemlöser, nämlich diesen flachen Lautsprecher hier. Das ist der CSS 230 und der trägt sage und schreibe nur 5 cm auf, also 5 cm Wand- oder Deckeneinbautiefe, die man hier braucht und passt somit dann wirklich ja, in nahezu jede Decke. Zu guter Letzt gibt es auch noch einen Einbau-Subwoofer, den haben wir hier unten. Man sieht, es gibt hier also wirklich, und das ist nur eine kleine Auswahl,
unzählige Variationen, wie man den Sound in seinem Anspruch, in seine Wand, in seine Decke bekommt. Man kann sich also getrost verabschieden von den großen Regallautsprechern, Standlautsprechern. Besuchen Sie uns gerne im Heimkinoraum in Ihrer Nähe. Unsere Experten nehmen sich die Zeit und beraten Sie, finden für Ihren Raum die richtige Lösung und sorgen dafür, dass die Lautsprecher dann auch wirklich an der richtigen Stelle sind und so klingen, wie Sie sich das vorstellen. Ich hoffe, das Video hat Spaß gemacht und gefallen. Wenn ja, bitte gleich hier unten liken, bleibt up to date, abonniert unseren YouTube-Kanal. Ich freue mich aufs nächste Mal. Macht es gut. Ciao, Servus und auf Wiedersehen.